Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Hirn aus Arcade War Thunder. Ich hatte heute keinen Bock, irgendwie realistisch zu spielen oder Panzer, deswegen wirklich einfach mal Hirn aus und ab ins Arcade-Spiel. Bisschen Entspannung quasi. Und, boah, das ist laut, das Ding wieder. Und ich bin gespannt, wie es heute läuft. Bin schon sehr lange tatsächlich keine Flieger mehr geflogen. Weil ich einfach sagen muss, ich hatte eine Zeit lang einfach keinen Bock drauf. Gerade wenn ich mit den Jungs, also Seras, Master Kiryu und so, Pete, Damedul, wer da in letzter Zeit also dabei ist, wenn ich mit denen gezockt habe, oder zocke, dann spielen wir halt tatsächlich meistens Panzer. Aber weil sich doch Flugzeuge immer mal wieder gewünscht werden, heute auch mal wieder eine schöne Flugzeugfolge. Tatsächlich ist es momentan auch einfach mal so, ich habe relativ wenig Zeit. Ich bin beruflich momentan extrem viel unterwegs und wenn ich extrem viel meine, dann meine ich das auch. Wird sich aber jetzt demnächst tatsächlich ändern, denn ich wechsle meinen Arbeitgeber und bin dann nicht mehr so viel unterwegs. Ich bin dann kein Unternehmensberater mehr, sondern arbeite in einem industriellen Unternehmen, sage ich mal, unter deutscher Mittelstand. Und ja, da ist dann alles ein bisschen, ich sag mal, ruhiger. Jetzt habe ich gleich einen hinter mir. Das ist voll okay. Komm schon. Scheiße. Da wollte ich zu viel, aber ist egal. Heute bin ich, wie gesagt, wirklich einfach nur mal ein bisschen Spaß haben. Aber ich glaube, ich gehe jetzt tatsächlich Flugzeuge jagen. Wir sind irgendwo 5-3 Battle Rating, das ist in Ordnung. Ich hätte ja noch ein bisschen höher tatsächlich gehen können, aber da hatte ich dann nicht so Bock drauf, weil da habe ich nur ein Flugzeug. Und das macht, finde ich, tatsächlich nicht so Sinn. Bei Panzern, finde ich, kann man das noch ganz gut ausgleichen durch, ich nenne es mal Skill. Aber bei Flugzeugen ist es teilweise schon echt hart an der Grenze. Gut, beim Panzern, wenn du halt nicht genug Pen hast, um einen dicken Panzer zu durchschlagen, dann hast du halt auch verloren. Da kannst du gut sein, wie du willst, aber... So, den haben wir. Scheiße. Kanonen hinüber. Lol. Muss ich den echt mit MGs behaken? Naja, geht auch. Guck, guck. Hui. Boah, Alter, was war denn das gerade für ein Ruckler? Die Black Widow ist doch keine... Ist doch kein Problem heute, hoffentlich. Lol. Okay, stürzt halt einfach ab. Wenn er so will, warum nicht? Naja. Rauchen ist sehr ungesund. Deswegen hoffe ich, dass ich gleich aufhöre. So, mein Freund. Uiuiuiui, jetzt geht's hier aber rund. Mit zerlegt. Die können jetzt langsam auch mal aufhören, auf mich zu schießen. Ach, Kacke. Ich glaube, ich muss öfters mal wieder Flugzeuge spielen. Das macht gerade schon ein bisschen Spaß, muss ich sagen. Habe ich hier irgendwo schon... Jo, habe ich Luftzielmunition. Das wird spaßig. Boah, ich habe schon gedacht, ey. Habe schon gedacht, dass mal wieder einer unterwegs, der Quatsch macht und spawncampt. Das ist tatsächlich in letzter Zeit sehr häufig geworden, quasi beim Flugzeugspawn auch zu campen.
kennen wir ja alle aus Panzer, aber das hat, schade, das hat sich dann mittlerweile doch auch geändert, dass es sogar bei den Flugzeugen gespawnt campt wird. Ah, schade. Den hätte ich alleine kriegen können. Naja. Abschusshilfe ist auch in Ordnung. Wir wollen ja jetzt Team gewinnen. Das ist meine. Nix da. Hauptsache, meine Kollegen schießen mich nicht ab. Muss mal gucken, ich habe es nicht mehr so weit, glaube ich, zum ersten Jet, wenn ich das richtig interpretiert habe. Komm schon. Alter, du bist ein scheiß Killstealer. Penner, ey. Am liebsten hätte ich ihn vom Himmel geholt. Hoffentlich geht er drauf. So, mit den MGs kann man auch Schindluder treiben. Lol. Dem habe ich gedacht, die hätten sich irgendwie gegenseitig gekillt. Scheiße, ey, keinen getroffen, das ist doch nicht möglich. Scheiße. G55, darfst du nie unterschätzen. Naja, was haben wir noch im Angebot? Ah, Mist, 5-7, doch, habe ich mitgenommen, ich Idiot. Na gut. 30er Luftziel, die macht alles fertig. Da das mit einer Arcade sind, bringt es nichts, dass ich meine Bomben jetzt rausschmeiße, aber ich schmeiße trotzdem mal weg. Ich hoffe, ich kriege dadurch mal einen kurzen Geschwindigkeitsboost. So eine P51 oder eine Hurricane, die zerplatzen halt einfach, wenn du mit der 30er darauf hältst. Und im Arcade ist es auch alles so schön wendig. Ah, oh, nicht getroffen. Na gut, die BV wird eine harte Nummer. Aber wenn nicht die, was ist dann mein Ziel? Naja, immer eine Abschusshilfe. Komm, wer ist als nächstes dran? P400, na. Okay, das war knapp. Weiß nicht, was da gerade gestraft hat, aber. Keiner hinter mir, perfekt. Ich klemme mich hinter die Whirlwind. Boah. Hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ihr wollt mir ans Leder. Boah. Alter Verwalter. So, wir machen weiter. Nee, wir gehen mal mit der rein. Nein. Ah, Luftziel konnte ich nicht mehr auswählen. Ich hab's schnell auf Start gedrückt.
Ich hoffe, ich komme da überhaupt noch an. Na, du kleine Grinsekatze. Nee, das wird nichts mehr. Schade. Hänge ich aber gleich noch ein Rundchen dran. Naja, 2700 Punkte macht einen Bock jetzt nicht so fett, aber geht. Zweimal Fliegerasse. Da könnten wir eine Bombe dranhängen an das Teil. Hm. Ah, sehr gut. Endlich. Endlich. Kaufen, auch wenn ich es gar nicht drücken muss, aber kaufen, kaufen, kaufen. Jetzt wird's witzig. Jetzt wird's witzig. Wird nämlich übrigens einfach selbst gekauft. Kurz mal in die Modifikationen reingucken. Warum kann ich das jetzt gerade... Hä? Moment. Bei wem habe ich denn das gerade freigeschaltet? Ach, bei der hier. Schon gewundert, ey. Schön die dicken Kanonen mitnehmen. Jetzt macht das Ding Spaß. Vorher geht so. Wie viele Punkte brauche ich noch? 56.000, Alter. Das wird noch ein Weilchen dauern. Was hatten die für Mods? Ah, gut. Aber auch die hat Waffenpots. Das wird auch spaßig. Warum dauert es heute so lang? Na naja, gut, eben könnte ich noch was nachgucken. Ich bin immer noch am überlegen, mit wem starte ich quasi die Jet-Karriere. Mit der Ho oder mit der 163? Ich bin mir noch nicht so sicher, muss ich sagen. Die 163 soll ja, glaube ich, nicht so prickelnd sein. So, die Kanone nehmen wir mit auf jeden Fall. Ah, stopp, stopp, stopp. Halbe Stunde. Sonst brennt mir die Kiste sofort unterm Arsch wieder weg. Und go. Wird auf jeden Fall witzig mit den Maschinenkanonen. Freue mich schon drauf. Die sehen so unscheinbar aus. Schauen wir mal, was wir damit reißen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich muss sagen, ey, ich habe letzte Woche, Samstag, habe ich eine neue Brille bekommen. Nach sehr langer Zeit, also die letzte Brille, die ich davor hatte, war 8 Jahre alt. Und hatte ich bin kurzsichtig, hatte links 0,25, rechts 0,5 und jetzt bin ich auf beiden Augen bei 1,75 Dioptrien. Das heißt, also es war lange überfällig und ich muss tatsächlich jetzt sagen, ey, wie schön detailliert die Modelle tatsächlich sind. Ich sehe endlich mal wieder was. Ich hätte nie erwartet vorher, dass ich irgendwie am Computer auch schlechter sehe, aber jetzt fällt mir das tatsächlich erstmal auf, wie beschissen ich eigentlich gesehen habe. Ist echt bitter. Ist echt bitter. Okay, die B17, die macht das schon. Lol. Ein Schuss und ich habe von den Drecksdingern einen Ölleck. Arschkrampe. Einfach mal fallen lassen. Kampf rein. Kampfklappen rein, meine ich. Das ist ein bisschen kacke. Komplette Heck war halt hinüber, ne? Schade. Schade. Konnte ich jetzt gar nicht ausprobieren. Gut, dann gehen wir halt wieder mit der 190 jagen. Das hat ja ganz gut geklappt. Oder nee. Wir gehen mit der TAR jagen. Die mag ich. Aber die ist auch so fett und laut. Das ist halt auch so ein Monster. Wow,
haben wir aber Ohrenschützer bei der Mühle. So, was hauen wir weg? Wo ist mein Killer? Mein Killer scheint tot zu sein. Wenn ich das richtig interpretiere. Ich sehe nämlich nirgends einen mit dem Zeichen. Kopfzeichen oder was das immer ist. Gut, die 109 scheint es nicht so ganz hinzukriegen. Ich werde da mal kurz intervenieren. Oh shit. Lol. Sorry. Das war ein bisschen dumm. Muss ich zugeben. Das war so sehr dumm. Da bin ich zu schnell gewesen. Keine Patrolle mehr. Und ich habe ihm aus Versehen noch den Kill geklaut. Aber er hat es nicht hingekriegt. Das zu meiner Verteidigung. Der hat gar nicht zurückgeschrieben. Wahrscheinlich regt er sich gerade mega über mich auf. Okay, könnte ich auch verstehen, aber... Die F6F würde ich mir. Die macht einen Anflug auf unsere. Ne, macht sie nicht. Ich hätte gedacht, sie macht einen Anflug auf unsere Base. Okay, die ist down. Kurz reingucken. Ne, da ist auch nichts. Ja. Wäre witzig gewesen, wenn er mich jetzt noch erwischt hätte, aber. Kurz aufpassen, wer der gefährlichere Gegner ist. Das dürfte der hier sein. Nee, ist er nicht. Aber mit einer schneller. Oh, den habe ich nicht gesehen. So, ein bisschen rumkorken ziehen. Dabei noch langsamer werden. Das war knapp. Scheiße. Da habe ich nicht mehr geguckt. Da habe ich nicht mehr geguckt. Ich weiß nicht, ob es mit der 109 auch passiert wäre oder... Ne, mit was war ich denn gerade drin? Ich glaube... Ne, ich war mit der... Doch, ich war mit der 109 drin. Bin verwirrt. Der ist auch down. Alter, das gegnerische Team... stirbt gerade in einer ganz schönen Schlagzahl, ey. Wo sind die denn alle? Alle da vorne in der Richtung. Ja, komm gleich rein. SB2C ist ein schönes Ziel, ist easy. Wenn der nicht irgendwie voll das Fliegerass ist, was ich nicht glaube, dann macht der gar nichts. Da vorne ist mein Killer. Okay, das wird interessant. 4 Stück. Läuft für mich, würde ich sagen. Jeder Schuss ein Treffer. Oh, krass. Habe ich gedacht, ich bewege mich ein bisschen, aber den hat es wenigstens auch zerbröselt. Ich weiß allerdings nicht, ob ich den Kill geschrieben bekommen habe.
glaub's fast nicht. Oh, 111, auch ein schönes Ziel. Aber die F-82, Alter. Was die rausbläst, ey. An Laserstrahlen quasi. Lol, weg ist es. Oh, B-25, auch gut. Ah, der wird sowas von hinüber sein. Und weg ist er. MD-157 sagt mir tatsächlich gerade gar nichts, was das ist. Aber allein die F-8F hätte gelangt. Alter, was ist denn mit den Leuten los? Da bleibt nichts für mich übrig. Nix. Da kann ich nichts gegen machen. Nix. Nicht drauf schießen, wie ich will, ey. Da komme ich nie mal von hinten durch. Alter. Die lassen sich abschlachten. Als wäre es ihnen egal. Ohne Witz, ey. P47 Head-On ist immer eine doofe Idee. Das gibt's nicht. So, hier noch ein schönes Bild. Vielleicht ein schöner Thumbnail. Naja, immerhin eine Abschlusshilfe. Macht's jetzt noch Sinn reinzugehen? Und das war ich fertig. Vielleicht komme ich bei der sogar noch an. Ah, siehst du mal, hier noch eine B17. Ist mir egal, ich will die da. Bitte, 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 Spiel, lass es. Lass es zu. Oh Mann! Ich hasse dich, Spiel, ich hasse dich. Ja, so mittelgut die Runde, sag ich mal. 2700 Punkte. Es geht langsam voran. Ich möchte mich fürs Zuschauen bedanken, nachdem ich hier noch kurz eingekauft habe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.